das ist kein Problem, dass Rocken war. Beachtet CV ist das einzige Problem. Aber nur, wenn er gut ist. Wollen wir uns alle auf eine Seite begeben? Na, wo seid ihr denn? Mussten ganz rechts. Na, wollen wir jetzt auf einen anderen Chat gehen? Nord? Komm wir. Das macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ihr jetzt hier einmal über die Karte fahrt. Und auch wieder. Wir machen da eine klassische Zangenbewegung. Schreibt er hier eine Linie oder was? So, Mike, Doppelkill war die Ansage, ne? Ja. Und Krake. Und Kraken. Ja, ich erinnere dich aber auch nur dran, weil du in meinem Team bist. Wärst du im Gegnerteam, hätte ich nichts gesagt. Wäre meine Angst viel zu groß, dass du mich rausziehst. AFK, Takao. Was? Niederlanders. Da muss er ja schon wieder fast. Uwe hat bestimmt schon wieder Screenshot gemacht, oder? Was? Wovon? Ah, nee, du bist gar nicht dabei. Was? Oh ja, Takao ist auch. Da bist du dabei. Ich meine, dass wir jetzt 6 Spieler in einem Team sind. Die Frage ist. Nee, Screenshot nicht, aber ich mache gerade ein Video davon. Ach so. Die Frage ist, soll ich direkt die Lexikon ärgern? Gucken wir mal, was unser Kegelmännchen da so auftut. Da kommt mein Panda. Mach doch mal die Amalfi auf. Mach doch mal die Amalfi jemand auf. So, auf der anderen Seite, das wird schwierig. Ja, die Lexington kommt. Ich bin offen. Amalfi. Gigi. Das heißt, irgendeine DD wird bei A drin sein. Ja, bei D auch. Amalfi 13k. Mach ich wie auf DD jagt mit D. Da ist der DD. Gut, aber jetzt mach doch mal die Fidschi nochmal auf ihre. Oh, Junge. Steck dich nicht in deinem Nebel. Ich mach den DD in der Mitte auf. Wenn ihr bereit seid. Sind 2, Wankelin ist auch hier. Ihr habt die Kiel 4 auf dem Schirm, der pusht jetzt rein. Mensch, die Kiew. Ne Mackensen. Hat gelöscht. Ach, Vici ist hinterm Berg. Wow. Ja, ich habe die Kiew für 3-8 getroffen, aber. Wow. Wer hat dich denn da jetzt so gekillt? Kiew? What? War das eine Dito oder was? Ein Torp gereicht, ne? War ein Ach, ein Torp, okay. Oh, ich hab die Idee gefunden. Torpedoes to port. Doch, so, eine der besten Runden. Halt super. Unangenehm. 31 ist auch gleich raus. Ja, der. Hehe. Der brennt schon wieder und der Motor ist kaputt. Das wäre eine Scheiße. Das Dumme ist halt auch, dass der CV hier gerade sich hinter die Insel stellen will. Die Kiew hat nochmal 1,5 von mir gekriegt. Die steht jetzt auch. Okay. Das heißt, unser CV wird hier gleich rausgehen, wenn wir Pech haben. Zweiter DD ist weg. Ach Mann. Macht der CV denn für so eine dumme Scheiße, ey? Hier, bist du raus? Ja. Da hatte ich aber Glück, dass ich den noch erwischt habe. Aber die anderen hassen mich richtig, weil ich bin immer noch offen. Mal gucken, ob ich jetzt gleich... Ja, jetzt kommt die Garde hier auch noch rüber. Du mit der Pensacola hier irgendwie wieder rüberkommen? Nee, ne? Nö, dann fresse ich wahrscheinlich zu viel. Ja, das ist, ich habe halt das blöde
dass die Garde hier rüberkommt und ich nichts habe, was mir die aufmacht. Engine Boost activated. Ja, mein Hydro ist auch auf jeden Fall noch auf Cooldown. Oh, was, ah, da, da habe ich sie. Rechten K auf die Repulse. Ah, ne, auf die Fuso. Ah, ich habe aber AP drin. In 8 Sekunden kann ich schießen. Ja, meine Türme stehen auf der falschen Seite, verdammt. Okay. Dann haben wir hier nur noch die Shiratsuyo. Mit AP treffe ich sie nicht. Ja. Yep. Dann lass uns mal reingehen. In 20 Sekunden sind Flugzeuge wieder bereit. Da kann ich euch wieder spotten. Naja. Das ist gut, aber die Jervis geht schon voran. Also ich denke, da haben wir sie schon. Da ist sie offen. Nochmal 3000 auf die Bakelar. Die hat noch 2,8. Ah shit, ich bin geplatzt. Die Wackelar ist bei 1,7 jetzt. Ich hab sie noch dreimal getroffen. Ja. 1,7. Wenn sie offen bleibt, kann ich gleich nochmal schießen. Nur die geht gleich zu. Ich die bin dreht auch weg. Ganz eklig und ich bin hinter einem Berg. Torpedoes to port. Jetzt nehmen meine Hemse ganz normal. Torpedoes to port. Die fährt jetzt straight auf dich zu, die Wackelar. Wieder offen? Ja, ich habe gerade geschossen, ich habe sie bloß nicht getroffen. Wie viel schon in der Mitte? Oh, die Garde hat gerade sich halbiert. Kommt der CV auch noch auf mich? Immer zu mir, ich habe das gern. Wackelin ist raus. Und die Garde traut sich nicht. Oh, kann nicht mal jemand den CV wegmachen? Bisschen weit weg. Ja, also die Ds sind gleich bei unserem CV, dann ist er gleich weg. Ja, wenn die Garde noch ein Stück rumkommt und offen bleibt, dann kriege ich ihn raus, aber... Sie spotzt sie gleich für dich. Es leben Flugzeuge. Ja, das Problem ist halt, dass ich hier jetzt von der Amalfi auch noch bedrängt werde. Das Amalfi, ich glaube, ich definiere mal eben. Ja, irgendwas muss halt raus, weil ich halte das nicht mehr lange aus hier. Ich bin gleich raus. Die Dallas ist da auch noch mit dabei. Und die schießen mir hier alle in die Seite. Engine Boost deactivated. Die Gede zieht jetzt hinter der Insel rum, dass sie dann aus der Richtung Amalfi und Dallas kommt. Ja, ich sehe das. Ich habe die Geschütze schon gedreht. Wenn er es macht, kriege ich ihn. Die Frage ist, ob er schnell genug ist und mich torpen kann, aber er sieht es halt auch, er hat mich in der Hydro. Ja, ich habe geschossen, das war ungünstig. Ich hätte noch ein Stück warten sollen. Problem solved, Sir. Ach, ich habe ja bloß noch 1000 HP. Hatte mal 1000 HP. Das waren zu viele DDs bei A. Drittes oder Schweine, Priester, habe ich. Ja. Eigentlich müsste da das Ding holen können. Das ist bloß noch die New Mexico, zwei Kreuzer und die Garde. Ja, die Garde, die ist fast weg. Die hat ja nichts mehr. Frage ist, ob ihr die Amalfi noch. Ja, Lexington ist raus. Ich wollte gerade sagen, ob ihr die Amalfi kriegt, bevor die Lexington rausgeht. Aber ihr müsstet halt den Cap holen, den B-Cap, ne? Weil die werden jetzt zu C hochfahren. Da bin ich auf dem Wege hin. B verteidige ich mit wenn der Jarvis zusammen. Wenn der Träger mich vorher ja nicht killt. Ja.
Problem solved, Sir. Souveräner Sieg. Warum ist Teppich hier so laufen? Hier hat keiner auf mich geschossen. Da hast du Glück. Ich krieg hier von allen Seiten gerade. Ich hab ja alle 5 Heals noch. Ich hab 300.000 Potential. Dann fahr du doch vor. Ich bin auch nicht schlimmer. Ich bin völlig überfahren. Ich bin vorne weggenommen. Ich bin schnell hinter. Oh, jetzt wollen wir erstmal. Ich hab das noch nicht rausgesucht hier. Ich hab hier. Okay. Jetzt sind wir alle 4 hier oben. Ah, gut, dann können sie sich jetzt in Ruhe C holen. Da ist noch Ise noch. Unsere Ise hat müssen die New Mexico rausnehmen. Cola macht das. Der nimmt jetzt erstmal die Dallas raus, dann die Amalfi und zum Schluss die New Mexico. Nur Overpens. Geh mal, wenn du kannst. Ja, noch kannst du nicht. Ja, ich war schon vorbei. Alles gut. Alles nee, nee, ich meinte auch die New Mexico Ziel, aber die ist gerade hinterm Berg. Kriegen wir hin. Ja, ich glaube, das würde Cola mit seiner Ise auch enorm entlasten, wenn einer der Kreuzer rausgehen würde. Oh, da kommt was. Aber ich glaube, die Amalfi ist jetzt raus. Der. Victory is in sight. Ja, und New Mexico mit HE. Da hast du aber Schwein gehabt, sonst wärst du jetzt weg. Ja. Mir was eingetreten. Nein, ich bin da links. Our team has taken the lead. Ich bin aus. Ja, das war zu viel HE. Ja, den. Wir machen nichts, wir müssen mal gucken zu. Ja, guck mal, wir haben noch eine fast coole HP Mutsu. Leider. War nur spazieren. Ja, aber immerhin. Nette Gesellschaft dabei, was willst du mehr? Wetter ist schön, kein Sturm. Genau. Ruhige See. Jetzt mal noch so ein Bunch, ob sie da ist. Ui, der hat gesessen. Hat sich gereicht. Ich wusste nur, dass du das Ganze gewinnen. Du bist im Western-Style aus der Hüfte geschossen. Ein knapper Sieg mit hohen Opfern. Heute verhandelt so hört sich aus. Stressfreies Fahren. Und dann auch noch Zweiter geworden, Mike, meine Güte. Genau, stressfreies Fahren.
War es punktgleich, glaube ich, sogar. Oh, gell? Unsere Takao hat sogar einen Kraken. Na, war doch nett. Ja, fast punktgleich.